So, Harry meldet sich heute am 13. März 2021, Ortszeit hier etwa 12 Uhr. Wir haben 27 Grad und wir sind in der Bucht von Samana, genau genommen Santa Barbara de Samana. Wir hatten gerade hier einen kräftigen Regen, den wir ja miterlebt haben, aber jetzt ist wieder wunderbar schönes Wetter. Hier ist die Brücke der Bucht von Samana. Die kann man aber nur zu Fuß überqueren auf diese kleine Insel. Und ich werde das jetzt auch mal in den Fokus richten. Nur mal einen kleinen Rundumblick, wie es hier aussieht. Die Stimmung hier ist sehr ruhig, sehr gelassen. Die Menschen richten sich nach ihren Vorschriften, die sie haben. Und der Verkehr ist so wie immer nur etwas weniger. So, wir gehen jetzt mal im Zoom auf diese kleinen Inseln vor der Bucht. So, und diese Insel wollen wir betreten nachher über diese Brücke. Hier und die Pelikane, die gerade ins Meer hupfen und fischen. So, und jetzt kriegen wir noch ein bisschen Information, und zwar von der Conny. Wir haben morgen die Tour gebucht, hier vorne vor uns direkt. Da geht das Walwatching, das Walbeobachten los, und wir haben unser Ticket schon online reserviert. Und das Wetter passt morgen, und jetzt kriegt ihr ein bisschen Information, um was es da morgen geht. So, Conny. Ja, man wartet, bis es im Dezember losgeht. Die Buckelwale erscheinen in der Karibik. Im Winter kehren sie dorthin zurück, wo sie gezeugt und geboren wurden, um sich selber zu paaren oder zu kalben. Mehr als 1000 besuchen die Bucht von Samana, wovon rund 250 in der Hauptsaison Mitte Februar anwesend sind. Die Nähe vieler Wale ist der Grund, der World Wildlife Fund Samana als einen der besten Plätze der Welt für Walbeobachtungen zu betrachten. Die Buckelwale gelten ohnehin als die unerhaltsamsten unter den Walen, aber in der Paarungszeit sind sie noch lebhafter. Vor allem die Männchen. Wie überall, wo attraktive Damen zuschauen, produzieren sich die Männchen in der Hoffnung, eine Eroberung zu machen. Es ist schwer zu sagen, ob die Weibchen für diese Dinge empfänglich sind, doch wir menschlichen Beobachter bestaunen die Akrobatik und erschaudern beim Klang der sich wiederholenden Gesänge. Wunderbar. So, das war jetzt der Text von dieser Führerin, die wir morgen haben. Die hat in allen Sprachen natürlich einen kleinen Reiseführer vorbereitet. Und ich hänge dann auch mal die E-Mail-Adresse bzw. die Webseite mit ran, sodass der Interesse hat, auch gerne mal so eine Tour buchen kann. Also ich habe es schon einmal miterlebt. Es ist somit das schönste Erlebnis gewesen. Ja. Wir freuen uns natürlich morgen auf den Ausflug. Hoffen auf schönes Wetter. Ja, die Touren werden natürlich von vielen, vielen Büros, Firmen angeboten, aber wir haben uns für die entschlossen, die etwas teurer ist, aber die auf dem Umweltschutz verpflichtet ist und mit dem Umweltministerium hier in Samana zusammenarbeitet, die auch alles meldet, was da auf dem Meer passiert. Die erklärt es wunderbar und auf jeden Fall freuen wir uns drauf. So, mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann jetzt und werde das Video bei Gelegenheit hochladen.
Ja, so die Dominikanische kann auch mal sauber und aufgeräumt sein und schön hergerichtet, und das ist wohl hier. Wir haben hier vis-à-vis auch schöne Häuser im viktorianischen Stil. Und wir haben hier oben den Chinesen, jetzt sehe ich ihn wieder, Restaurant Chino, das muss natürlich auch sein, weil die dominikanische Küche, das ist nicht so mein Fall. Ja, und da oben, da hat man natürlich von der Terrasse aus einen wahnsinnigen Blick hier über alles. Und das Essen war außerdem noch ganz, ganz lecker. So, jetzt ist aber Schluss und ich sage bis später, Harry unterwegs oder Harry Spezial.